So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic Vanilla 1 bis 60 mit Hild. Mein heutiger abendlicher Gruß geht an die Dönerrolle in meinem Bauch. Ja. Ich habe ja gerade eben heute Morgen erst ein paar Parts aufgenommen und habe mich jetzt entschieden, noch mal ein bisschen weiter aufzunehmen. Ich wollte eigentlich nach Leuten suchen hier. Ja, ihr seht, Leute für BSF, hat allerdings kein Schwein geantwortet und deswegen werde ich eben so ein bisschen aufnehmen. Ja, also einfach mal so. Wir werden jetzt hier uns nach, lass mich überlegen, Ashen Vale oder ein Steinkrallengebirge. Auf Steinkrallengebirge habe ich eigentlich wenig Lust, muss ich zugeben. Aber darauf habe ich auch nicht so viel Bock. Die Kundschafter, dieser Türhörner. Ach, es gibt so viel zu tun, so viel zu tun. Was machen wir denn? Leute, was machen wir denn? Sagen wir doch nochmal, das weiß ich, wo es ist, das weiß ich auch, was ist. Aber die Harpien, die sind so nervig. Na gut, komm, wir gehen ins Steinkrallengebirge, was halt. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Ja, ich habe eben die Dönerrolle gegrüßt in meinem Bauch. Wieso habe ich das gemacht? Weil ich vorhin eine Dönerrolle gegessen habe. Logisch, das wäre ja nicht in meinem Bauch. Ich habe euch ja vorhin schon davon erzählt, wie ich in den letzten Tagen Döner getestet habe. Und ich wollte mir eigentlich heute Nachmittag nochmal so einen fettigen indischen Döner kaufen, um die Qualität nochmal begutachten zu können. Aber der hatte zu. Hat er Pech gehabt. Ich war um 16 Uhr bei, mir hat erst um 16.30 Uhr geöffnet und habe ich gesagt, pö, dann nicht. Ja, und dann bin ich nochmal zu dem Dönerladen gegangen, bei dem ich vorgestern war, wo ich euch erzählt habe, mit diesem Maiskorn da drin und ja, wo ich erst gedacht habe, Petersilie und so weiter und so fort. Ne? Also bin ich da nochmal hingegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt bin ich nochmal hier, jetzt gibst du dir auch voll die Kanne und bestellst dir direkt mal eine Dönerrolle. Ne? Ist so sehr dünn. Ja, Fladenbrot ist es nicht. Sieht so ähnlich aus wie ein Pfannkuchen. Sehr, sehr dünn. Und da wird eben das Fleisch und das Ganze drumherum drin eingeschlagen, sodass es wie so ein Wrap aussieht am Ende. Ja, und da habe ich gesagt, okay, gut, das nehme ich mal mit allem drum und dran. Ja, also Fleisch und Salat, Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Weißkraut und Rotkraut. So, alles schön verpackt, ist ein riesen Drum geworden. Und ja, das habe ich mir vorhin reingepfiffen. Und das war eine richtig, richtig gute Dönerrolle. Aber hallo, die war, boah, die kriegt von mir eine gute 2. Also eine sehr gute 2. Ja, wieso nur eine sehr gute 2, möget ihr euch fragen. Ist ganz einfach, weil mir die Tomaten und die Gurken ein bisschen zu groß geraten sind. Die waren so geviertelt, also in Scheiben geschnitten und dann die Scheiben geviertelt. Und ja, die waren so im Vergleich zu dem anderen einfach zu groß geraten. Das hat nicht richtig harmoniert. Aber ansonsten wirklich, wirklich gut. Also da werde ich öfters meine Dönerrolle kaufen gehen. 4 Euro, kann man nicht meckern, wirklich. Das hat nachhaltig gesättigt, so soll es sein. Und ja, das Schöne ist, dass dieser Laden nur 2-3 Minuten von mir entfernt ist. Da kann ich mal kurz rüberlaufen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht kugelrund werde, wenn ich da laufen mit Dönerrollen mir da reinziehe. Ja, ja. Naja, ich habe es heute Morgen schon erläutert, dass Döner im Prinzip gesünder ist als McDonald's oder so. Von daher, ja, es hat wirklich einen Haufen Salat dabei. Ja, Weißkraut, Rotkraut, Gurken, Tomaten, Eisbergsalat, Zwiebeln. Ja, also da kann man nicht behaupten, dass zu wenig Gemüse dabei wäre. Ja. Nö, also wirklich, wirklich gut. Und mal ganz ehrlich, wo kriegt man für 4 Euro eine richtig gute, vollwertige Mahlzeit her? Ich meine, wie gesagt, auch hier normaler Döner ist jetzt nicht so schlecht, der kostet halt 3,50. Aber dann würde ich auf jeden Fall immer zur Dönerrolle für 50 Cent mehr tendieren, weil die einfach auch eine Nummer größer ist. Schon mal allein deshalb. Ja, der indische Döner hat nur 3 Euro gekostet. Aber der war halt wirklich extrem fett und sowas kann man nicht jeden Tag essen.
wenn da raustropft. Ich meine, manchmal braucht man es ja. Manchmal hat man einfach Bock drauf und sagt, jetzt muss ich irgendwas richtig Fettiges reinziehen. Also, hallo. Dafür ist der dann perfekt. Ach ja. Schön, schön. Da meine Glaswaage noch keine Sprünge bekommt, ist es noch nicht tragisch. Da ist noch Luft nach oben. Viel Luft nach oben. Ja, das liebe gute Essen. Vor allen Dingen ist es auch gesünder als so ein Tiefkühl-Fertiggericht. Ich habe mir, muss ich gestehen, beim Netto letztens so eins gekauft mit Rostbratwürstchen und Kartoffelbrei und Sauerkraut. Und die Würstchen, die haben irgendwie nicht so einwandfrei gerochen. Wenn man da hinten drauf liest, so in der Inhaltsangabe, was da alles drin ist, dann denkt man sich so, eieieiei. Ich meine, gut, speziell bei den Dönersoßen weiß man natürlich auch nie genau, was drin ist. Aber wie gesagt, ein Haufen Gemüse dabei, beziehungsweise Salat. Ja, und ich meine, Fleisch ist Fleisch. Ich nehme mal an, es kommt von glücklichen Dönertieren. ja. Hofft halt das Beste, man weiß ja nicht, man steckt ja nicht drin. Ich stehe nicht auf der Dönerrolle, ich war eine glückliche Kuh. Was will man machen? Ich bin natürlich auch für artgerechte Tierhaltung und ich propagiere es ja immer wieder hier in meinen Let's Play-Videos. Leute, wenn ihr einen Bauern in der Nähe habt, guckt euch an, wie er die Tiere hält und kauft euch eure Sachen vom Bauern am besten. Wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Ich habe es heute wieder auf Spiegel Online. Ihr wisst ja, ich bin viel auf Spiegel Online unterwegs. Gelesen, dass da jemand wieder berichtet hat über Tierhaltung, quasi Bilder gemacht hat von nicht ganz artgerechter Tierhaltung und dazu dann Rezepte daneben gestellt hat, so quasi ein bisschen provokant zu sein. Ja, klar, für billiges Fleisch wird viel Massentierhaltung in Kauf genommen und so. Für Eier genauso und für alles Mögliche. Na, warte mal. Eier der Tiefe. Na Gott, gucken wir mal. So. Ja, was die Leute vergessen ist, dass es viele, viele Leute gibt, die sehr, sehr arm sind. Ja, und die sich teilweise wirklich beispielsweise Freilandeier nicht leisten können. Ja, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich schaue mir an, 10 normale Eier, 99 Cent, Freilandeier, 1,49 €. Ja, die Freilandeier sind im Prinzip um die Hälfte teurer. Ja. Und es mögen sich viele Leute nicht vorstellen können, dass es wirklich Menschen gibt, bei denen es auf 50 Cent ankommt. Ja. Das, ich meine, ich freue mich darüber, wenn viele Leute sich nicht vorstellen können, weil das heißt, sie leben im Prinzip nicht schlecht. Ja, und man freut sich ja, wenn viele Menschen nicht schlecht leben. Aber es gibt Menschen, bei denen kommt es auf 50 Cent an. Ja. Ich habe mal einen Beitrag kritisiert von GameTube, wo sie sich darüber ausgelassen hatten, über eine Frau, die darüber erzählt hatte, dass sie teilweise von Pfandflaschen Pfand am Monatsende über, beziehungsweise dass sie sich freut, dass er noch Pfandflaschen hat, weil sie dann noch Geld übrig hat. Ja? Und sie hatten sich dann darüber irgendwie ja, lustig gemacht oder so, eben, dass die Frau quasi nicht kapieren würde, dass das Pfand sie ja vorher ausgegeben hätte und das ja für sie kein Gewinn wäre in dem Sinne. Ja? Da muss ich sagen, es ist für sie in diesem Fall sehr wohl ein Gewinn. Weil es wirklich Menschen gibt, eben denen es hinten raus am Monatsende schlicht und ergreifend nicht reicht vom Geld. Ja? Und wenn du dann quasi deine Finanzen zählst am Monatsende und siehst, okay, ich habe jetzt beispielsweise für 5 Tage noch 5 € zur Verfügung, ja, und du guckst dann, siehst, ey, Moment mal, ich habe doch noch, was weiß ich, 10 Pfandflaschen. Und dann freust du dich logischerweise, weil du sagst, okay, was weiß ich, jede dieser Pfandflaschen bringt 25 Cent. Ja? Und bei 10 Flaschen hättest du 2,50 Mark, 2,50 €. Ja? Und dann hast du eben für die letzten 5 Tage im Monat
nicht 5 Euro, sondern 7,50 €. Und das ist schon ein gewaltiger Unterschied in dem Fall. Ja, und das habe ich dann auch so geschrieben, ja, dass das also durchaus Sinn macht. Ja. Aus Sicht eines normal, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich mich hier nicht vertippe beim Schreiben, für einen Normalverdienenden, ja, macht das natürlich keinen Sinn, weil es ist natürlich so, dass man das Geld, was man in Pfandflaschen hat, natürlich vorher ausgegeben hat, ne, bevor man es wieder zurückbringt. Ja. Aber es ist eben für arme Leute Geld, das man im Prinzip, mit dem man schon, das man schon nicht mehr eingeplant hat. Ne. Und sich eben darüber freut, wenn man dann sieht, hey, Moment, ich habe ja noch Reserven am Monatsende. Ja, so sieht's aus. Hartz IV ist nämlich nicht so viel, wie manche Leute denken. Es wird leider Gottes von vielen Medien und so weiter immer wieder suggeriert, dass Hartz IV Leute so ein tolles in Saus und Braus Leben und so hätten. Ist nicht so. Ja, ist wirklich nicht so. So. Es gibt natürlich Hartz IV Menschen, die ein etwas besseres Leben haben. Das sind aber dann meistens Menschen mit großen Familien, weil die durch ihre Kinder zusätzlich noch Geld reinbekommen und es einfach günstiger ist, beispielsweise Großpackungen zu kaufen als kleinere Dinge. Ja, das bedeutet, Großfamilien können mit Großpackungen unterm Strich mehr Geld sparen als jetzt ein Singlehaushalt beispielsweise. Und ein Singlehaushalt kann sich nicht für alles Großpackungen kaufen. Ne? Das gibt bei bestimmten Sachen ja. Bei Sachen, die jetzt nicht verderben oder so, kann man sich natürlich Großpackungen kaufen. Aber bei anderen Dingen wird es schwierig. Ja? Also schimpft nicht grundsätzlich auf Leute, die Hartz IV beziehen. Ja, weil ihr wisst nicht, was für Schicksale dahinter stehen, was diese Menschen erlebt haben, was sie durchgemacht haben, wieso sie Hartz IV bekommen. Ja, und ihr wisst im Prinzip nicht, wie schwer sie es wirklich haben. Das wisst ihr erst, wenn ihr selber mal von Hartz IV gelebt habt. Ja, und Sozialhilfeempfänger sowieso. Ihr wisst, Sozialhilfe bekommen nur Menschen, die quasi kein Hartz IV bekommen, aus verschiedenen Gründen. Sei es jetzt, sie haben beispielsweise eine psychische Erkrankung, ja, oder sie sind erwerbsunfähig, dann bekommen sie Sozialhilfe und nicht Hartz IV. Hartz IV bekommen nur arbeitslose Menschen, die arbeitsfähig sind, aber aufgrund von langer Arbeitslosigkeit aus dem normalen Arbeitslosengeld herausfallen. Ja, also Sozialhilfeempfänger sind wieder was ganz anderes. Ja, Sozialhilfe ist der identische Regelsatz mit Hartz IV. Sie bekommen also nicht mehr. Der einzige Unterschied ist der Name. Ja, und also quasi die Art der Hilfe. Jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, was ich hier noch machen muss. Mechanischen Arm. Ah, okay, da weiß ich, wo er ist. Okay. Sollen wir den jetzt wirklich holen? Es gab doch auch eine Quest. Den wollte ich eigentlich gar nicht so gern holen, aber gut, machen wir es halt. Weil da hinten nicht mehr ist. Es gab auch eine Quest hier irgendwo. Ich erinnere mich ganz, ganz dunkel. Da musste man diese Arbeiter. Ach so, ja, stimmt. Das war eine der Folgequests von Rettet mein Dorf und die haben wir abgebrochen, weil die schon grau war. Okay, dann lassen wir das mal. Dann gucken wir einfach, dass wir die Typen erwischen. Diesen Gerenzo. Ja, bei Hartz IV war ich stehen geblieben. Ne? Also Sozialhilfeempfänger haben es doppelt schwer, weil Sozialhilfeempfänger eben nicht arbeitsfähig sind. Das bedeutet, sie sind weniger als 3 Stunden pro Tag arbeitsfähig. Dann bekommen sie Sozialhilfe. Ja, und ja, das sind dann die richtig armen Teufel, weil die können nicht arbeiten. Das sind im Prinzip die wirklich Hilfebedürftigen. Ja? Wobei ich nicht sagen möchte, dass Hartz IV-Empfänger weniger hilfebedürftig sind, denn
Ihr müsst es beispielsweise so sehen, Hartz IV bekommen auch ältere Menschen. Ja? Wenn du beispielsweise, sag mal, du bist 45 Jahre alt und findest keinen Job mehr wegen deines Alters, du bist aber im Prinzip mehr als 6 Stunden am Tag, mehr als 3 Stunden am Tag arbeitsfähig, ja? Dann bekommst du Hartz IV und keine Sozialhilfe. Ja, du zählst aber eben als Hartz IVler. Und es ist ganz, ganz schwierig, weil besonders Menschen in fortgeschrittenem Alter, jenseits der 40, nur noch sehr, sehr schwer Arbeit finden. Ja, die stellt teilweise keiner mehr ein. Und deswegen, wie gesagt, ihr wisst nie, was für ein Schicksal hinter Menschen steht, die jetzt Hartz IV beziehen. Ja, und ich wage mal zu behaupten, dass es wirklich nur ein ganz kleiner Teil von Menschen ist, die sich wirklich versuchen, auf Hartz IV einen faulen Lenz zu machen und sich darauf auszuruhen. Und ich denke einfach, dass es die Mehrzahl der Menschen, die Hartz IV bekommen, er wirft hier mit Würfeln. Der wirft mit Würfeln auf mich, was soll denn das? Wie gesagt, ich denke, dass die Mehrzahl der Bezieher wirklich diesen Bezug auch benötigen, wirklich benötigen. Ja. Und es ist eben leider wie in jeder Schicht, also in jeder, also wie soll ich es ausdrücken? Schicht ist nicht richtig ausgedrückt. In jeder Gruppierung, ja, gibt es schwarze Schafe. Sei es Sozialhilfeempfänger, sei es Hartz IV-Empfänger, sei es Ärzte, ja, sei es was weiß ich, was für Leute, ja, Klempner. Es gibt überall schwarze Schafe. Und es sind leider Gottes eben immer die schwarzen Schafe, die hervorstechen und über die die Leute berichten, weil die anderen einfach zu uninteressant sind, um darüber zu berichten, speziell was die Medien angeht. Na, und deswegen entstehen leider immer wieder falsche Eindrücke von Sozialhilfe- und Hartz-IV-Empfängern. Ja. Speziell die Bild-Zeitung ist ja da immer ganz groß dabei mit Sozialschmarotzer und bla bla blub und so weiter und so fort. Oder früher die Talkshows, die dann immer Leute eingeladen haben, die sich dann hinsetzen mussten und sagen mussten, so, ja, ich lebe von Hartz IV und ich will ja überhaupt nicht arbeiten und dies und jenes, ja. Und so wurde dann natürlich der Eindruck geschürt, beziehungsweise quasi alle Hartz IVler und Sozialhilfeempfänger über einen Kamm geschert. Ja, das ist natürlich nicht in Ordnung, egal was für eine Bevölkerungsschicht. Das ist genauso, wenn man sagt, alle Menschen, die an Islam glauben, sind Terroristen. Ja, machen ja auch einige Fernsehsendungen immer ganz gerne, dass sie da sagen, oh Leute, passt auf, sobald einer ein Kopftuch trägt, oh, rennt. Ja, das gleiche in Grün. Ja, naja, ihr merkt schon, wir sind mal wieder bei sozialkritischen Themen angelangt. Ich weiß gar nicht, wie kam ich denn auf Hartz IV? Wie kam ich denn jetzt auf Hartz IV überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Jetzt muss ich echt mal überlegen, wäre ich alt so langsam, ne? Hier schon diese Sachen vergesse. Ah, guck mal, Heal DD sucht Anschluss. So, wer als DD dabei? Vielleicht entsteht ja was. Nee, mir ist es einfach ganz wichtig, dass die Leute mehr miteinander reden als übereinander. Ja, dass man nicht über seinen Nachbarn herzieht, ohne ihn zu kennen. Also über seinen Nachbarn in Anführungsstrichen. Na, ihr wisst, was ich meine. Miteinander statt gegeneinander. Auch deswegen, ich habe letztens es schon mal gehabt von staatlichen Firmen, die ich eigentlich sehr gut fände. Ja? Weil ich weiß, dass es, wie gesagt, viele Leute über 40 gibt, die keinen Job mehr bekommen wegen ihres Alters. Ja. Und auch solche Menschen können noch sehr viel leisten, ja, auch allein schon aufgrund ihrer Erfahrung.
Und auch diese, für diese Leute hätte man dann in der staatlichen Firma einen Platz. Ja? Oder ganz alte Menschen, ja, Rentner, die im Prinzip, die wollen nicht aufhören. Ja? Die hören irgendwann mit Arbeiten auf und dann fällt ihnen die Decke auf den Kopf, weil sie wissen nichts mehr mit sich anzufangen. Ja? Sie würden am liebsten weiterarbeiten, weil es ihnen Spaß macht, weil sie es nicht anders kennen. Guck mal, ob der irgendwas gesagt hat. Nee, hat er nicht gesagt. Na? Und die würden einfach gerne weitermachen. Man entreißt ihnen quasi dann zwanghaft ihren Lebensinhalt. Auch solche Menschen, ja, würde ich da einsetzen. Oder was ich mir noch extrem gut vorstellen könnte, alte Leute zur Kinderbetreuung. Ja, speziell ältere Menschen, die selber Kinder haben. Ja, wieso setzt man nicht eine Oma in einem Kinderhort ein? Ja, die kann garantiert super gut Geschichten erzählen. Ja gut, bestimmt nicht jede Oma. Es mag auch Psycho-Omas geben, man weiß es ja nicht. Ja, aber wieso nicht? Man sollte alte Menschen nicht ausgrenzen, sondern man sollte von ihren Erfahrungen profitieren. Ja, und ihre Erfahrungen nutzen für die Nachzucht, so ausgedrückt. Für die menschliche Nachzucht. Ruhig mal die Oma nutzen. So. Ach so, das wird dieser Ernteschnitt, der mir hier noch mit eine auf den Sack haut. Ja. Ach Leute, das ist wieder so ein Kapitel aus dem Epos. Die Welt könnte so schön sein, wenn die Leute irgendwie ein bisschen mehr Rücksicht aufeinander nehmen würden und ein bisschen nachdenken würden. Ja. Haut der mich gar nicht mehr? Lässt er sich verprügeln jetzt oder was? Habe ich ihm seinen Meister entrissen, jetzt hat er seinen Lebensmut hier verloren. Komm, mein Freund. Mal gucken, ob wir Burg Schattenfang noch was finden. Hey, ich muss an dieser Stelle jetzt erstmal einen kurzen Cut machen. Wir hören uns sofort wieder.